Brauchen wir heute noch Religionen? Oder sogar gerade mehr denn je? Warum glauben wir Menschen überhaupt an höhere Mächte? Ich bin Steffen König. Ich suche Sinn und Zweck von Religionen. Ist es für mich besser, an nichts zu glauben? Oder gibt es eine Religion, die zu mir passt? Heute geht's um Rituale und Feste. Wie wichtig sind sie? Welchen Sinn haben sie? An dem Tag machen wir Dinge, die wir sonst nicht machen. Und dadurch heiligen wir den Schabbat. Und das ist uns auch sehr gewichtig. Es geht darum, dass ich mich jetzt heute entschieden habe, wie ich weiterleben möchte und dass ich mein Leben umgestalten möchte. Wie kommt man eigentlich rein in eine Religion und wie wieder raus? Wow, ich hab da kein Wort dafür. Es war so emotional, es war so beeindruckend. Und ich glaube, das wird mein Leben bestimmen. Wer lebt besser? Wer glaubt oder wer nichts glaubt? Und was glaubt Deutschland? Die Prüfung ist bestanden. Ich habe zwei Söhne, 5 und 2 Jahre alt. Wenn der Papa vorliest, dann ist's ruhig im Kinderzimmer. Ein Alltagsritual. Ich wurde evangelisch getauft, bin aber seit meiner Jugend ein religiöser Skeptiker. Christliche Feiertage spielen bei uns eigentlich keine Rolle. Außer Ostern und Weihnachten natürlich. Weißt du denn, von wem du die Geschenke bekommst an Weihnachten? Vom Weihnachtsmann. Vom Weihnachtsmann oder vom Christkind? Nein, vom Weihnachtsmann. Und wer ist der Weihnachtsmann? Sag ich nicht. Ja? Naja, vielleicht ahnt er ja, wer wirklich dahinter steckt. Aber brauchen meine Kids außer den Geschenken religiöse Rituale? Was bieten da die Religionen? Ich beginne meine Spurensuche in Berlin. Hier gibt es viele unterschiedliche Religionen. Besonders spannend finde ich die islamischen Mystiker, die Sufis. Heute bin ich bei einem ihrer hohen Feiertage dabei und lerne Rituale kennen, bei denen mir schwindlig wird. Aber vorher werde ich erstmal zum Küchendienst erwartet. Was die Frauen hier zubereiten, sieht ziemlich lecker aus. Aber die Köstlichkeiten gibt's erst am Abend. Vorher wird gefastet. Feride Genschaslan erklärt mir, wieso das so ist. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Salam aleikum. Salam aleikum. Hallo. Darf ich fragen, was ihr hier genau vorbereitet gerade? Also wir bereiten jetzt zweierlei vor. Heute ist nämlich der Ashura-Tag, der 10. Muharram, der 10. Tag im islamischen Neujahr. Und am Ashura bereitet man Ashura vor. Okay. Und da wir an diesem Tag auch fasten, bereiten wir auch ein Fastenmahl vor. Ein Iftar-Essen. Das heißt, heute Abend wird geschlemmt sozusagen? Genau, bei Sonnenuntergang, Abenddämmerung wird gegessen und hinterher wird dann Ashura, die Süßspeise, genascht. Ich bin überrascht, als ich höre, das süße Rezept stamme quasi von Noah. Den kenne ich aus der Bibel. Für die Muslime ist er ein Prophet. Als der Herr dann dem Propheten Noah gesagt hat, die Sintflut ist vorbei, ihr könnt heil stranden, dann haben sich natürlich alle gefreut. Und aus Freude und Dank dem Herrn haben sie erstmal gefastet. Und im Anschluss wollten sie natürlich ein Festmahl essen. Da hatten sie nur noch Reste an Korn und Bohnen und Früchten. Und das haben sie alles in einen Topf geworfen und daraus eben diese Ashura-Speise gekocht. Aber ist das jetzt quasi auch schon so ein bisschen Teil des Rituals, dass man auch schon im Kochen anfängt, sich des Tages auch bewusst zu sein? Oder? Natürlich. Ja? Die Muslime, die gedenken bei jeder Handlung, bei jeder Tat, was sie vollbringen, beginnen sie immer mit dem Namen des Herrn. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen des Herrn, des Barmherzigen und Allgnädigen. Also ich schneide das jetzt einfach mal in Scheiben, ne? Das ist nicht so meins, die Schnibbelarbeit, aber passt das so? Das macht nichts, das passt wunderbar. Hauptsache, man macht es mit Liebe und dann, es soll den Menschen ja schmecken. So könnte mir die Religion vielleicht auch schmecken. Doch die Regeln sind streng. Bis zur Dämmerung darf ich nicht einmal naschen. Stattdessen ist jetzt Zeit fürs Mittagsgebet. Allah. 5-mal am Tag beten, zu fest vorgegebenen Uhrzeiten. Das gehört zu den Pflichten des Islams. Ehrlich gesagt, mir würde das schwer fallen. Warum halten sich Gläubige an solche Rituale?
Das will ich von einem Religionswissenschaftler wissen. An der Uni Münster treffe ich Perry Schmidt-Leuke. Er erzählt mir, warum Rituale für uns wichtig sind. Religion möchte eigentlich den Menschen in eine Beziehung zu jener letzten Wirklichkeit, die als göttliche Wirklichkeit oder absolute, transzendente Wirklichkeit gedacht wird, möchte den Menschen in eine solche Beziehung bringen, die mit einer veränderten Beziehung zu sich selbst und den Mitmenschen einhergeht. Und das setzt einen inneren Entwicklungsprozess voraus. Und es gibt Rituale, die den Sinn und Zweck haben, diese spirituelle Entwicklung des Menschen zu begleiten und zu fördern. Zum Beispiel beim Eintritt in eine Glaubensgemeinschaft. Muslim wird man, indem man sich zu Allah und zum Glauben bekennt. Und dann zeigt mir Feridas Mann Emra ein ganz besonderes Ritual der Sufis. Warum das Samazen seine rechte Hand nach oben öffnet und die linke nach unten, ist, dass wir mit der rechten Hand den Segen vom Schöpfer aufnehmen, sprich die Energie, die er uns dabei gibt, und diese auch gleich wieder an die Umwelt mit abgeben. Denn der Samazen ist ein Diener, er behält nichts für sich. Der Tanz der Derwische ist aber offensichtlich etwas für Fortgeschrittene. Bevor ich in höhere Sphären aufsteige, wird mir wahrscheinlich schwindlig. Und deshalb setze ich erstmal meine Spurensuche fort, bevor ich hierher zurückkehre. Ich frage mich, entscheiden sich die meisten eigentlich wirklich bewusst für oder gegen eine Religion? Meistens wird man ja gar nicht gefragt, sondern einfach in eine Religion hineingeboren. War auch bei mir so. Die Christen sind sehr schnell bei der Sache. Ich bin als Baby getauft worden, das war natürlich die Entscheidung meiner Eltern. Und die haben dann versprochen, mich christlich zu erziehen. Wenn Kirchen schon Kleinkinder taufen, dann sichern sie sich so natürlich auch den Nachwuchs. Die eigene Meinung ist erst später gefragt, bei der Konfirmation. Aber ist man da überhaupt schon reif genug für so eine Entscheidung? Reif genug ist sicher eine Frau in Sachsen-Anhalt, die ich gleich kennenlerne. Sie wird mir erklären, warum sie sich taufen lassen möchte. Kerstin Bartsch hatte vor 10 Jahren eine gesundheitliche Krise und wagte deshalb in Job und Beziehung einen Neuanfang. Sie hat noch einmal geheiratet, achtet auf gesunde Ernährung und macht viel Sport. Dieses Laufen hat ja schon auch so was Rituelles, oder? Ist das ein Ritual für Sie? Das ist auf alle Fälle ein Ritual, ne, klar. Ich mache das regelmäßig. Also ich bemühe mich immer 3-mal in der Woche zu laufen. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich schon so auch so das Gefühl, hey, da fehlt mir irgendwas. Und wenn Sie es machen, was macht das mit Ihnen? Also, was sind so die positiven Seiten davon einfach? Abschalten, runterfahren, Kopf frei kriegen, so ein Kompensieren vom Stress, ne? Von der Arbeit. Und ja, das bringt mich einfach toll runter. Das ist einfach so, ja. Und ist es mit dem Glauben ähnlich? Dass der auch in der Form Sie einfach beruhigt, Ihnen Trost gibt vielleicht oder Ihnen dabei hilft, runterzukommen? Also, ich glaube schon, dass es wichtig ist, ja. Also, wenn man an was glaubt, dass das so eine Seite ist, die. Ja, die einen beruhigt, ja, wo man so auch so ja, runterkommen kann, wo man so Sicherheiten findet. Ich glaube, das ist es, ja. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Kerstin Bartsch ist der Glaube nicht in die Wiege gelegt worden. Sie war Pionierleiterin an einer Schule in der DDR und im Sozialismus war Gott nicht gefragt. Heute leitet sie eine Einrichtung der Drogenhilfe. Sie lebt in zweiter Ehe. Ihr Mann kommt aus einer Pfarrersfamilie. Nach der Taufe wollen sie bald auch kirchlich heiraten. Was bedeutet Taufe für Sie? Also ich denke, das hat schon was mit Glaube zu tun. Ja, ich beschreibe es so als ein Gefühl. Ja, so ein Gefühl, wie so angekommen zu sein, ja, so eine Sicherheit zu finden und ja, auch so dazuzugehören. Ja, und ich finde, das ist emotional so toll, dass ich sagen kann, das möchte ich machen und das möchte ich auch leben. Rituale haben ja auch immer was damit zu tun, wenn man die so lebt, dass das einen auch Freude macht. Ne? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig im Leben.
Na, bei all dem Stress und diesen Dingen, die um einen drumherum passieren, braucht man eben auch so Phasen, wo man so Kraft tanken kann, ja, und wo man sich einfach wohlfühlt. Und ich glaube, da machen Rituale Sinn. Freut man sich darüber dann vielleicht auch als Partner, dass das so angenommen wird auch von der Partnerin? Ich habe ja da nie drauf gedrängt, dass sie sich mal taufen lässt oder sowas. Es hat sich so ergeben und das ist schön, dass sie von sich aus das wollte, dass sie eines Tages gesagt hat, ich möchte mich taufen und mit so viel Enthusiasmus dabei ist. Also das hat, mir hat es sehr gefallen, meinen Eltern natürlich noch mehr, ja. Ich finde es toll. Ich bin ganz schön aufgeregt, weil es ist auch, es wird ein toller Tag, meine Familie ist da und es ist ein besonderer Tag für mich, ein ganz besonderer Tag. Ja. Rituale regeln das religiöse Leben. Das wird mir langsam klar. Wer sich an sie hält, gehört dazu. Aber mal ehrlich, für wen sind sie heute noch wichtig? Und zwar würde mich interessieren, ob in Ihrem Leben religiöse Rituale eine Rolle spielen. Total wichtig. Was zum Beispiel? Sonntags in die Kirche gehen, den Kindern den Glauben vermitteln. Das ja, Teil des Alltags. Gibt es denn Festtage, die Sie noch feiern? Der Geburtstag zum Beispiel, aber religiöse Feste. Da muss ich passen. Es wird zum Beispiel am Karfreitag kein Fleisch gegessen, genauso wie am Aschermittwoch. Das haben wir schon gemacht, als wir Kinder waren und so hält man das halt hoch. Ich finde das wichtig. Ich bete ab und zu und ich lese auch ab und zu mal in der Bibel, aber sonst Ritual, wo ich jetzt wirklich sagen muss, da halte ich mich jetzt jedes Jahr dran, das ist nicht so. Nee. Morgens mache ich das, da laufe ich über den Balkon vor und zurück und dann bete ich dabei. Sind religiöse Feiertage in Ihrem Leben wichtig? Na. Warum nicht? Weil sie nicht wichtig sind. Wieso sind die? Ich bin zwar Christ, aber ich interessiere mich für Feiertage und Kirche überhaupt nicht. Wie war das bei mir? Ich erinnere mich noch gut an meine Konfirmation. Ein schönes Familienfest und es gab coole Geschenke. Mit den alten Riten und Gottesdiensten konnte ich weniger anfangen. Wenn überhaupt kein Bezug mehr, kein inneres Verständnis des Rituals mehr da ist, kann das Ritual auch kontraproduktiv sein. Es kann einfach mir die Religion als Buch von sieben Siegeln erscheinen lassen, das für mich selber nicht mehr spricht. Dass seine Funktion, das Verständnis meines Lebens und meine Öffnung für den Mitmenschen und für die letzte Wirklichkeit zu befördern, einfach nicht mehr erfüllt, weil die Religion nicht mehr spricht. Also Rituale können sehr hilfreich sein, förderlich sein. Sie können aber auch versagen in dieser Hinsicht und das Gegenteil bewirken. Also lieber ganz auf religiöse Rituale verzichten? Oder geht's auch anders? Ich frage dort nach, wo viele Atheisten leben, in Hamburg. Celine Migoda ist in einer atheistischen Familie aufgewachsen. Kommt sie deshalb ganz ohne Rituale aus oder braucht sie einen Ersatz? Zum Beispiel Fußball spielen. Ist ja auch eine Art Ritual. Celine ist 15 und geht auf eine Gesamtschule. Auf nächsten Sonntag freut sie sich ganz besonders. Da steht ihre Jugendweihe an. Für mich heißt es Jugendweihe, man wird halt im Band der Erwachsenen aufgenommen. Man wird halt von einem Jugendlichen ja, halt ein Stück erwachsener, als wenn man das jetzt nicht machen würde. Fühlst du dich schon erwachsen? Ja. Ja? Ja. Und warum muss man das feiern? Also warum machst du das überhaupt? Also mein Bruder hat es ja auch gemacht. Und ja, ich fand es halt spannend. Und da es halt auch alle aus meiner Familie gemacht haben, habe ich mir gesagt, ja, kannst es ja auch mal machen, ne? Und ja, mir geht es halt auch nicht ums Geld, sondern halt darum, dass es mir Spaß macht. Und ja, halt mit meiner ganzen Familie das zu feiern. Celine zeigt mir, wie sie lebt. Gitarre und Klavier spielen, das ist aktuell ihr Ding. Aber dafür bleibt gerade wenig Zeit, denn sie muss sich auf die Jugendweihe vorbereiten. Ihre Eltern kommen ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich vermute, klar, die alten DDR-Zeiten. Bei Familie Migoda ist die Jugendweihe mittlerweile Familientradition. Das ist dann so ein bisschen so quasi Standard, wenn man aus Mecklenburg-Vorpommern ist, ist man dann automatisch sozusagen atheistisch erzogen worden auch, oder? Nein, also meine beiden Eltern sind getauft. Ja. Und mein Papa hat zum Beispiel Konfirmation und Jugendweihe gemacht. Es war damals bei uns so, dass, also da haben meine Eltern dann entschieden, dass wir nicht getauft werden, sondern dass wir dann später selber entscheiden können, was wir wollen. Du bist
der Letzte, der das ja am eigenen Leib miterleben durfte, Jugendweihe, ja. Ne? Hat der Tag irgendwas in dir ausgelöst, so auch im Nachhinein, wo du sagst, so, ja, okay, da habe ich schon mich angefangen, anders Erwachsene zu verhalten auch? Ja, also das war wie so ein Hebel auf jeden Fall. Der hat dann gesagt, so, du gehörst jetzt zu den Größeren, du musst dich jetzt auch vielleicht ein bisschen anders verhalten gegenüber anderen Menschen. So, und bist halt raus aus diesen Kindlichen, finde ich, also so habe ich ja empfunden. Berliner Tor, also fast Hauptbahnhof gewohnt. Okay. Bei mir war man in der Schule als Atheist noch der Sonderling. Was ist das denn, Zitrone? Und wie ist es heute bei Celine? Also es gibt halt bei mir auch welche Freunde, die haben auch Konfirmation gemacht und gehen halt auch jeden Samstag oder Sonntag in die Kirche. Und ja, also ich bin auch ziemlich froh, dass ich halt so aufgewachsen bin, wie ich halt aufgewachsen bin, ohne getauft worden zu sein. Okay, also und jetzt übe ich mit Celine noch ihren Text für die Jugendweihe. Wir können es auch lassen. Wir können Liebe geben. Genauso. Genauso wie wir hassen. Wir können viele Sachen täglich ganz neu entscheiden. Ob wir im Leben lachen oder am Leben leiden. Wir haben freie Auswahl beim Ja so wie beim Nein. Doch wer sich nicht entscheidet, kann nicht lebendig sein. Okay, das ist ja eigentlich eine ganz schöne Grundmessage. Weiter geht's in die Main-Metropole Frankfurt. Wie viel Entschlossenheit es manchmal braucht, um in eine Religion einzutreten, erfahre ich in der jüdischen Gemeinde. In der Westend-Synagoge wartet Chassan Daniel Kempin auf mich. Kempin ist Kantor und leitet jüdische Gottesdienste. Er zeigt mir den großen Saal, wo die orthodoxen Juden feiern. Er selbst gehört zur freieren, liberaleren Gemeinde, die im gleichen Gebäude einen eigenen Gebetsraum hat. Er erklärt mir, Jude wird man in der Regel durch Geburt, wenn die Mutter Jüdin ist. Aber was, wenn nicht? Dann sind die Hürden ziemlich hoch. Dreimal, so will es der Brauch, soll der Rabbiner jemanden abweisen, der Jude werden will. Wer es wirklich ernst meint, bleibt hartnäckig. Dann heißt es ziemlich viel pauken. Jüdische Geschichte, Gebete, Bräuche und 613g und Verbote. Am Ende entscheidet ein Rabbinatsgericht, ob man es wirklich ernst genug mit dem Glauben meint. So ernst wie Evgenia Belenkaya. Die Studentin kommt aus der Ukraine. Ihr Vater ist Jude, ihre Mutter orthodoxe Christin. Seit über einem Jahr befindet sie jetzt schon. Hallo. Hallo, Steffen König, das ist Julian. Was war denn überhaupt der Auslöser für Sie, zu sagen, ich möchte jüdisch sein? Das Schlüsselerlebnis war, glaube ich, nach dem Tod meiner Tante, meiner jüdischen Tante. Das war schon ein Moment in meinem Leben, wo ich mir wirklich Gedanken auch über Leben und Tod gemacht habe. Jetzt gehören aber natürlich auch viele Rituale dazu. Mhm. Ist das auch was, was Ihnen besonders wichtig ist, Rituale auszuüben? Oder warum möchten Sie die machen? Ja, warum möchte ich? Macht das irgendwas mit Ihnen, gerade das, also, Morgengebet? Ja, ich fühle mich dann jüdisch, wenn ich das mache. Oder wenn Feiertage sind, versuche ich da auch mir in meinem Kalender Zeit einzuräumen, damit ich dann die Feiertage auch mit zelebrieren kann, so wie es sich halt auch gehört. Und ich möchte das auch leben können. Und da muss ich ja wissen, was ich da zu tun habe. Dann zeigt mir Chassan Daniel Kempin die Tora. Sie nehmen die Kronen ab. Die heilige Schrift der Juden. Okay. Hier hinstellen, Kronen. Bei dem Tora-Zeiger. Das hier? Hier, genau. Mit dem Mantel soll sie vor fremden Blicken geschützt werden. Tora-Mantel, das ist die Bekleidung der Tora. Ja. Und als letztes. Ich finde das richtig spannend. Den Gürtel. Das ist wirklich wie eine Königin, die Tora, die dann bekleidet ist mit Gürtel und Mantel und Krone und. Okay. So. Könnte ich jetzt als Nicht-Jude irgendwas falsch machen in dem Moment? Also, Jude wie Nicht-Jude soll sie nicht mit der Hand berühren. Okay. Deswegen gibt es hier eben diesen Zeiger mit der stilisierten Hand, okay, und mit dem Zeigefinger, der sozusagen der Ersatz ist für den eigenen Zeigefinger. Okay. Amen. Vayikra el Moshe, vayedaber Adonai elav,
Geht es vielleicht auch einfacher, in eine Religion zu kommen? Im tibetischen Zentrum in Hamburg werde ich gleich Felicia Muhl kennenlernen. Sie wird heute Zuflucht nehmen. So nennt man das Aufnahmeritual in den Buddhismus. Ihre Mutter hat das schon vor einem halben Jahr gemacht. Nervös so ein bisschen jetzt? Ja, doch schon. Warum? Weil es einfach aufregend ist. Das macht man nicht jeden Tag und das ist ein großer Schritt. Bedeutungsschwanger auch. Ja. Bedeutet dir schon auch viel. Ja, mir bedeutet das viel, sonst würde ich es nicht machen. Noch die Dame, bitte. Felicia ist erst 15 Jahre alt und beschäftigt sich trotzdem schon seit Monaten mit Buddha und seiner Lehre. Der tibetische Mönch Geshe Pema Samten erinnert sie nochmal an das, was sie gelernt hat. Dann spricht sie die rituellen Aufnahmeformeln. Und am Ende gibt's noch Geschenke für die neugebackene Buddhistin. Jetzt als offizielle Buddhistin sozusagen, wird sich in deinem Leben jetzt was ändern? Ich werde mehr darauf achten und mehr als ohnehin schon. Ich werde mir dem bewusster werden. Und jedes Mal, wenn ich mir darüber nicht im Klaren bin oder ich sauer, wütend oder sonst was bin, dann werde ich mir meinen Schal nehmen, mein Bild angucken und sagen, wofür lebe ich? Was ist das, was ich hier mache? Wofür stehe ich? Was will ich eigentlich tief in meinem Herzen? Was ist mein Grundsatz? Und dann habe ich wieder meinen Platz, dann weiß ich, wo ich hingehöre und das ist hierher. Im Gegensatz zu allen anderen Religionen ist die grundlegende Gutheit des Menschen ein ganz wesentliches Merkmal davon. Anders als im Christentum, worum es darum geht, jemand hat Schuld auf sich geladen und er muss büßen und Sühne tun etc. Das gibt es alles hier nicht. Es gibt unheilsame Handlungen und Beziehungen, die wir alle eingehen und jeden Tag tun. Trotzdem liegt es an uns, Gutes in die Welt zu geben. Wie ist das Reaktion aus der Klasse und sowas? Ist das schon ungewöhnlich? Also in meinem Schulumfeld versteht es niemand. Also niemand hat sich wirklich näher damit beschäftigt. Das Einzige, was sie sagen, immer, oh, glaubst du an Buddha? Und ich sage immer, man kann an Buddha nicht glauben. Man kann an Wiedergeburt glauben und an andere Sachen oder an Meditation, aber nicht an Buddha. Buddha ist ein Mensch, Buddha ist ein Lehrer. Ich habe ja eine echt coole Stereoanlage bekommen zu meiner Konfirmation. Du hast ein Bild bekommen, ist ja auch nicht schlecht. Gibt es trotzdem irgendwas Vergleichbares? Ich brauche kein dickeres Geschenk. Ich meine, geht nicht um meine Nein, es geht nicht darum. Es geht darum, dass ich mich jetzt heute entschieden habe, wie ich weiterleben möchte und dass ich mein Leben umgestalten möchte und dass ich mich dazu verpflichtet habe, quasi später erleuchtet zu werden. Also, dass ich eine Verpflichtung gegenüber mir selbst eingegangen bin. Das ist nicht vergleichbar mit dem Christentum. Die Stereoanlage geht kaputt. Und dann? Es ist Neujahr nach dem tibetischen Kalender. Sie nennen es hier Losar-Fest. Frank Dick arbeitet im Zentrum als Übersetzer. Von ihm erfahre ich, dass bei den Riten Wasser eine wichtige Rolle spielt. Ein Symbol für Glück und Segen. Frank wurde wie ich evangelisch getauft. Nach der Konfirmation ist er auf Sinnsuche gegangen, war auch mal Muslim und fand sein Seelenheil schließlich im Buddhismus. Was gehört denn zum Leben eines praktizierenden Buddhisten dazu? Es geht ja vor allem darum, den Geist zu schulen. Und das ist dann Arbeit auch. Und dazu gehört eben, dass man sich ein bisschen Verständnis aneignet durch Lernen der Inhalte. Aber dann muss man es auch umsetzen. Ja. Und wenn du dann bestimmte Meditationen machst und feststellst, hey, mein Geist wird ein bisschen friedvoller oder wird ein bisschen liebevoller oder so, dann merkst du, es funktioniert. Ne? In der Küche sind die tibetischen Mönche mit den Vorbereitungen für das Neujahrsfest beschäftigt. Das Ganze wirkt jetzt schon wie eine kleine Zeremonie. Was hat es jetzt damit genau auf sich? Da werden ja keine Blumen reingepflanzt. Das ist auch eine tibetische Tradition, so Losar. Ja. Wenn Menschen kommen, gebietet man das denen an. Ah, okay. Die machen das dann auch so, dass sie dann was nehmen, in die Luft werfen, so als Opfergabe. Okay. Dann erlebe ich den Höhepunkt des Festes. Viel Gesang und rituelles Gemurmel. Faszinierend und fremd zugleich. Schade, dass ich die heiligen Gebete und Gesänge nicht verstehen kann. Thank you.
Das Ablegen der Tücher ist ein Segenswunsch für den Dalai Lama, das Oberhaupt der tibetischen Buddhisten. Was dann draußen folgt, erinnert mich ein wenig an christliche oder muslimische Pilger. Also jetzt umkreisen alle gemeinsam mit diesen Schrein. Und was hat es damit auf sich? Naja, das sind ja quasi Orte, zum Beispiel sind ja Buddha-Statuen drin in dem Schrein. Da hinten, das ist eigentlich, der Stupa heißt ein Reliquienschrein. Da sind Reliquien drin, aber auch viele andere Schriften, heilige Schriften und vor allem auch viele Statuen, auch hunderte von Statuen. Man hat eigentlich das Gefühl, dass man quasi, wenn man das umrundet, natürlich steckt man auch bestimmte Gebete im Herzen, ja, und auch im Lippen zum Teil, ja, natürlich. Okay. Und ich glaube, die Vorstellung ist tatsächlich schon, dass man so eine Art von Inspiration dadurch erfährt, die einem vielleicht hilft, den eigenen Geist schneller zum Guten zu verändern. Also. Rituale haben also immer etwas Sinnliches. Aber was, wenn einer keinen Sinn mehr in diesen Bräuchen sieht? Wie kommt er wieder raus aus einer Religion? Geht das überhaupt? Am leichtesten ist es, aus der Kirche auszutreten. Eine Unterschrift beim Standesamt genügt, dann bin ich raus aus der Institution Kirche. Getauft bleibe ich trotzdem. Dieses Siegel werde ich nicht mehr los. Jude wird man durch Geburt. Deshalb ist ein Austritt nicht vorgesehen. Als Jude kann ich allenfalls der Gemeinde den Rücken kehren. Im Koran heißt es, auf die Abtrünnigen warte eine gewaltige Strafe. Im Jenseits. Warum? Der Hintergrund ist der, dass sich Religionen nicht vorstellen konnten, dass der Weg zu Gott vereinfacht gesprochen für den Einzelnen unter Umständen besser über eine andere Religion laufen kann als über die eigene. Das ist in den asiatischen Religionen merklich anders. Und zwar eben aufgrund der Wiedergeburtsvorstellung. Da hat man die Idee, okay, wenn jemand sich abwendet, ist damit noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ja, der braucht vielleicht ganz viele weitere Geburten, bis er endlich dahin kommt, dass er dann einsieht, dass unsere Religion sozusagen der Königsweg ist. Der ist einfach noch nicht reif genug. In der Lutherstadt Eisleben treffe ich Kerstin Bartsch wieder. Sie jedenfalls fühlt sich reif genug für ein außergewöhnliches Ritual. Und? Hallo. Sind Sie arg aufgeregt? Ja. Tatsächlich? Ja. Warum genau? Was geht in Ihnen vor? Ich freue mich so. Ich freue mich. Ich bin so. Ja, ich freue mich auf den Tag. Ich bin aufgeregt auf das, was so auf mich zukommt. Meine Familie kommt. Das ist einfach toll. Sehr schön. Gehen wir rein, oder? Ja. Hier in der Petri-Paul-Kirche wurde im 15. Jahrhundert Martin Luther getauft. Ein ganz besonderer Ort. Nicht nur für das Ehepaar Bartsch. Sogar ich bin ganz aufgeregt, was mich hier erwartet. Denn in den Boden ist ein Wasserbecken für die Taufe eingelassen. Das gibt es aber erst seit 2012. Kerstin Bartsch, du hast gehört, was Gott in der Taufe schenkt und wie sich die Taufe in deinem Leben auswirken soll. So frage ich dich, willst du getauft werden? Zur Antwort, ja, ich will. Ja, ich will. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Durch den Gang ins Becken entscheidet sich Kerstin Bartsch für ein neues, geistliches Leben. Die Ganzkörpertaufe soll übrigens an Jesu Taufe im Jordan erinnern. So taufe ich dich im Namen des Vaters und im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes. Sag mal herzlichen Glückwunsch. Weiß ich nicht. Ich will Sie kurz sagen. Das war so süß davon, ne? Das war so süß. Man hat gesehen, dass Ihnen ganz viel durch den Kopf geht. Wie war das, da drin zu stehen, untergetaucht zu werden?
glaube, ich brauche erst mal ein paar Tage, ich das alles, wie sich das setzt. Und ich, oh, das war, boah, wow, ich habe da kein Wort dafür. Es war so emotional, es war so beeindruckend. Und ich glaube, das wird mein Leben bestimmen. Also, ja. Jetzt kann ich wirklich verstehen, warum dieser Tag so wichtig für Kerstin Bartsch war. Schade eigentlich, dass es nur ganz wenige Kirchen in Deutschland gibt, wo so eine Taufe möglich ist. Mir hat das hier gefallen. Aber wer in eine Religion eintritt, der übernimmt natürlich auch Pflichten. Wer in Deutschland zur evangelischen oder katholischen Kirche gehört, muss Kirchensteuer zahlen. Gut 10 Milliarden Euro kommen so jedes Jahr zusammen. Ein schöner Batzen Geld. Und dann die rituellen Vorschriften. Sonntags in die Kirche gehen zum Beispiel. Auch in anderen Religionen geht's nicht umsonst. Muslime beispielsweise sollen regelmäßig Almosen geben. Dazu kommen auch im Islam jede Menge religiöse Regeln. 5-mal beten am Tag, Pilgern nach Mekka und so weiter. Atheisten sparen sich das rituelle Pflichtprogramm. Aber können sie auch feiern? Das werde ich gleich in Hamburg erleben. Ich begleite Selin Migoda zur Jugendweihe. Ich merke gleich, wer hier die Fäden zieht. Conny Neumann, ehemaliger Schuldirektor und Chef des traditionsreichen Jugendweihevereins. Was wünschen Sie sich denn von den Kindern, was hängen bleiben soll? Dass es ein Abnabelungsprozess ist, aber dass sie trotzdem wissen, dass sie die Eltern und die Erwachsenen weiterhin brauchen, von den Ratschlägen annehmen. Aber es ist auch so, dass hier auch die Eltern und Erwachsenen von den Jüngeren was lernen können. Ja. Und wenn diese Zusammenarbeit von Jung und Alt weiterhin funktioniert, dann bin ich sehr zufrieden. Aber dann geht es darum, die Kids einfach allgemein zu bilden oder schon zu Erwachsenen zu machen? Es gibt ja sehr viele Fragen, die Jugendliche stellen. Ja. Und dann ist es so, und da legen wir großen Wert darauf, dass wir ihnen helfen. Sie müssen selber entscheiden, welchen Weg will ich gehen. Alle haben sich für diesen Tag herausgeputzt. Ein ganzes Jahr lang haben sich die Jugendlichen gemeinsam mit Themen wie Evolution, Ethik und Geschichte beschäftigt. Eigentlich ähnlich wie in meinem Konfirmationsunterricht. Und so läuft das in Hamburg schon seit 125 Jahren. Ich will und was mich beglücken, es bleibe dabei. Die Gedanken sind frei. Endlich hat Celine ihren Auftritt bei der Zeremonie. Ich bin gespannt auf ihren Vortrag. Wir können was bewegen. Wir können es auch lassen. Wir können Liebe geben. Genauso wie wir hassen. Wir können viele Sachen täglich ganz neu entscheiden. Ob wir im Leben lachen oder im Leben leiden. Selin Migoda. Zum Schluss gibt's ein Buch, eine Urkunde, eine Rose und einen Händedruck. Auch wenn es Weihe heißt, Weihrauch und Segen wären hier wohl fehl am Platz. Aber stolz sind sie alle an diesem Tag. Eine große. Große Jocke. Ich will auch noch. Herzlichen Glückwunsch, sag mal. Dankeschön. Alles Gute. Und jetzt müsst ihr gesiezt werden ab jetzt, oder? Nein. Aber schön? Ja. Es hat Spaß gemacht. Ja, jetzt wird man sich erwachsen auch. Die Familie geht feiern. Ich habe noch eine weitere Verabredung. Ich habe von Atheisten gehört, die sich hier in Hamburg regelmäßig zu einem eigenen Sonntagsritual treffen. Sozusagen ein Gottesdienst ohne Gott. Hinter dieser Idee steckt Rainer Sachs, ein Internetunternehmer. Nach Londoner Vorbild hat er die Sunday Assembly gegründet. Sachs kommt aus dem katholischen Süden. Das hat Spuren hinterlassen. Gab es mal einen Zeitpunkt, wo Sie an Gott geglaubt haben und haben sich dann irgendwann davon gelöst oder wie lief das ab? Ja, also ich bin halt katholisch aufgewachsen und habe dann über die Zeit einfach meinen Glauben verloren. Ich habe keine schlechten Erfahrungen mit der Kirche gemacht oder
finde das auch heute immer noch eigentlich ganz schön. Ne? Die, also gerade im Katholizismus, der Weihrauch, die Talare, die bunten Fenster, all das, das ist super. Geht es schon auch darum, das so ein bisschen aufzugreifen, weil Sie einfach merken, okay, das tut uns gut, uns Menschen? Oder können Sie mir so ein bisschen mehr zum Hintergrund erzählen? Die haben 2000 Jahre Zeit gehabt, zu üben, wie man Sonntag eine gute Zeit verbringt. Ja? Also das Format ist ja nicht schlecht. Bei uns ist der Fokus halt ein anderer. Ne? Also unser Motto ist, lebe besser, hilf öfter, staune mehr. Zur Assembly kommen angeblich nicht nur Gottlose. Eingeladen sind auch Religiöse. Es ist ein buntes Stadtvolk, das sich hier in einem alten Fabrikgebäude trifft. Vanessa Beusen, die Frau von Rainer Sachs, ist immer noch Kirchenmitglied. Was finden die Leute hier dann konkret, was sie vielleicht in ihrer Gemeinde nicht finden? Also ich glaube, Assembly ist halt offener. Ne? Man bekommt Inspiration, aber eben, es ist ja nicht eingebunden in ein Konzept, das bestimmte Überzeugungen vorschreibt. Ich bin aber trotzdem ein Teil einer Gemeinschaft und kann mich und akzeptiert, ganz genau. Dieses Akzeptieren, sich gegenseitig akzeptieren als Mensch, das ist, glaube ich, das, was hier noch mal stärker im Vordergrund steht. Oberflächlich betrachtet läuft es hier ähnlich wie in der Kirche. Nur ohne Weihrauch, die Musik ist cooler, das Ganze ist nicht so sakral und die Leute sind hier viel fröhlicher. So müsste das auch in den Gotteshäusern ablaufen, finde ich. Statt Predigt gibt's einen Vortrag. Ein bisschen Philosophie am Sonntag schadet ja auch nicht. Schön, dass wir heute einmal Zeit haben, um über das Thema Zeit zu sprechen. Die Zeit, die irgendwie ja immer schneller verrauscht. Sogar eine Kollekte gibt es hier in der Sunday Assembly. Geht der Trend zu einer Art selbstgemachten Patchwork-Religion? In früheren Zeiten sind Menschen in der Regel, zumindest im Westen, in relativ religiös homogene Gesellschaften geboren worden und haben einfach alles übernommen in ihrem Leben, was in dieser Gesellschaft praktiziert wurde. Heute verändert sich die Situation allerdings dramatisch in der Weise, dass es solche religiös homogenen Gesellschaften immer weniger gibt. Sodass sich die Frage der bewussten Entscheidung zur Religion, auch der bewussten Auswahl aus Elementen verschiedener Religionen und damit sozusagen des religiösen Experimentierens, ja, all das wächst heute in einem Ausmaß, wie es vorher in westlichen Gesellschaften nicht da war. Umso wichtiger sind Chassan Daniel Kempin die alten jüdischen Traditionen. Er hat mich noch mal nach Frankfurt eingeladen und will mir etwas über den Schabbat erzählen. Aber zuerst fällt mir etwas anderes auf. Was hat es damit auf sich? Da ist eine Pergamentrolle mit verschiedenen Torah-Zitaten drin. Und wenn ich mir sozusagen den Kuss abhole und gleichzeitig vergegenwärtige, dass Gott in einer besonderen Weise hier in diesem Haus ist. Und es ist eine Bewusstmachung, dass wir hier in einem jüdischen Haus sind. Okay, das wird dadurch repräsentiert. Genau. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Die Familie zeigt mir, wie sie den Schabbat feiert. Normalerweise am Samstag, für uns an einem Freitag vor Sonnenuntergang, weil Dreharbeiten am Schabbat aus religiösen Gründen nicht möglich sind. Ein Gefäß mit wohlriechenden Kräutern, eine Kerze und ein Kelch mit Rotwein spielen eine ganz wichtige Rolle. Erklären Sie mir bitte, was Sie jetzt genau zelebriert haben oder was ist hier gerade passiert? Also wir haben gerade den Abschluss vom Schabbat gemacht und weil der Schabbat so ein Vorgeschmack des Paradieses ist, ist es natürlich schwer, wieder in die neue Woche mit Arbeit und Stress und so hineinzukommen. Deswegen braucht man Trostsymbole. Einerseits der wohlschmeckende Wein, die wohlriechenden Gewürze, und die Freude am Kerzenschein, am Sehen, durch die Spiegelung auf den Nägeln. Das sollen Trostsymbole sein, um
den Übergang in die Woche zu erleichtern. Jetzt gerade so ein Ritual, ist das eine Pflichterfüllung? Man macht das, weil die Eltern einem das sagen? Oder hat das noch einen anderen Sinn für euch? Für mich ist das meistens keine wirkliche Last. Und ja, mir macht es auch meistens Spaß. Von daher ist das eigentlich ganz okay. Also, da wir hier alle sehr relativ musikalisch sind, macht das natürlich auch Spaß. Ich bin ja von klein auf so aufgewachsen, ich kenne das eigentlich gar nicht anders. Deswegen gehört das einfach für mich dazu. Es ist ja nicht nur das Rituelle, sondern es symbolisiert auch immer wieder was. Führt ihr euch das noch vor Augen? Zugegebenermaßen ist es alles auf Hebräisch. Ich spreche nicht fließend Hebräisch, deswegen fällt es mir schwer, alles zu verstehen. Aber es ist schon so, dass wir, beziehungsweise unser Vater uns die Übersetzung vorliest, so dass wir den Bezug zu dem, was es bedeutet, nicht verlieren. Was mir immer wieder auffällt bei meiner Spurensuche, die Leute genießen ihre Rituale. Eine gute Woche und eine gesunde Woche. Noch einmal zurück nach Berlin zum Fastenbrechen. Ich bin eingeladen zum islamischen Ashura-Fest, das an Noah und das Ende der Sintflut erinnert. Nach Sonnenuntergang darf ich endlich die süße Ashura-Speise kosten, für die ich die Orangen geschnibbelt habe. Ein verborgener Schatz, der erkannt werden wollte. Ein segensreicher Weg, den mir der Bogen. Und dann finde ich mich plötzlich mitten in einem berauschenden Fest wieder und lasse mich gerne mitreißen. Was glaubt Deutschland? Bei meiner Spurensuche habe ich erlebt, wie vielfältig religiöse Rituale sind. Und obwohl etwa ein Drittel der Deutschen keiner Religion angehört, spielt der Glaube für viele eine wichtige Rolle. Ich kann mir Menschen ohne Religion nicht vorstellen. Und ich würde noch weitergehen, wenn wir intelligente Zivilisationen auf anderen Planeten entdecken, würde ich annehmen, dass sie auch Religion haben. Ich habe viele interessante Menschen und ihren Glauben kennengelernt. Sie haben mir gezeigt, Rituale, ob religiös oder nicht, geben ihnen Halt und Orientierung. Ich bin wieder zu Hause. Vielleicht werden sich meine Jungs später einmal selbst für eine Religion und religiöse Rituale entscheiden. Sie werden ihren Weg finden. Ich werde ihnen jedenfalls nichts aufdrängen. Und unsere Alltagsrituale gehören ganz einfach dazu. Also Rituale sind wichtig. Egal, ob man an Gott glaubt oder nicht. Das merke ich auch bei den Jungs, dass denen das gut tut. Und dass man einfach eine Struktur im Alltag hat. Auch wenn man nicht an Gott glaubt, braucht man sowas einfach im Leben. Ich fände zum Beispiel auch so ein Sunday Assembly total schön. Nur leider wird sowas bei uns in der Gegend nicht angeboten. Sonst könnte ich mir gut vorstellen, da mal vorbeizufahren.